Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Gunther Krüger. Das ist der Kanal Jivaka World. Ich habe eine einfache Frage an dich, die du dir stellen kannst und die dir viel Klarheit bringen kann. Die Frage ist: Weißt du, wer du bist? Ich will dir eine Antwort anbieten. Du bist derjenige oder diejenige oder das, was gerade eben durch deine Augen schaut, durch deine Ohren hört und all das wahrnimmt, was du über deine fünf Sinne wahrnehmen kannst. Und wenn du dich darauf einstellst, dann weißt du, was du hast. Dann weißt du, in welcher Welt du lebst. Es hat eine Ursache, einen Grund, in welcher Welt du lebst. Und ich behaupte, dass die Ursache in dir selbst liegt. Dass du selbst verfügt hast, wer du bist, oder zumindest wer du glaubst, dass du bist, und auch dessen, was du glaubst zu haben, in welcher Welt du zu leben glaubst. Du kannst selbst bestimmen, wer du bist und in welcher Welt du lebst. Wenn du die Bestimmung in deine eigenen Hände nimmst, in deine eigene Verfügung nimmst, in deine Verantwortung nimmst, oder du lässt dich bestimmen, oder du lässt bestimmen, in welcher Welt du lebst. Dir wurde vieles erzählt und gezeigt in der Vergangenheit. Dir wurde erklärt, wer du bist, wie du heißt, was du kannst, was du nicht kannst, was du darfst, was du nicht darfst, was möglich ist, was nicht möglich ist, wie die anderen sind, wie die Welt ist, wie die Dinge sind. Und du hast es geglaubt. Deswegen verwendest du den Namen, der dir einst gegeben wurde. Deswegen identifizierst du dich mit der Geschichte deiner Familie, deines Landes, dieser Welt. Deshalb folgst du den Gesetzen und den Geboten, die dir von anderen gegeben werden, im Fernsehen, in der Kirche, in der Meditationsgruppe, in der Frauengruppe, in der Männergruppe, in der Politgruppe, in der welch auch immer Gruppe. Und ich will dir sagen, das kannst du tun, doch du musst es nicht tun. Du bist frei, selbst zu bestimmen, wer du bist. Falls du bislang glaubtest,
ohnmächtig zu sein, weil es dir so erklärt wurde, weil es dir so gezeigt wurde, dann liegt es bei dir, dir diesen alten Glauben zu vergeben und einen neuen Glauben anzunehmen. Zum Beispiel, ich bin allmächtig. Oder ich bin frei. Oder was immer ich wähle zu sein, das werde ich sein. Das werde ich verkörpern. Das werde ich zum Ausdruck bringen. Und das wird jene Mächte und Menschen in mein Leben ziehen, die dem entsprechen, die in mir sehen können, wovon ich erfüllt bin. Also, wer bestimmt, wer du bist? Wer bestimmt, was du kannst, was du darfst, was du hast, was du siehst, was du hörst, was du fühlst, was du denkst? Wer bestimmt das? Bestimmt das der Fernsehapparat, die Tageszeitung, dein Partner, deine Partnerin, dein Präsident, deine Bundeskanzlerin, dein Guru, dein Goldhamster? Oder bestimmst du es selbst? Will sagen, du hast die Wahl, selbst zu bestimmen, dich und die Welt und was in ihr geschieht, oder dich bestimmen zu lassen von der Welt, von den Menschen, von anderen. Falls du das verstehen kannst, falls du dich davon angesprochen fühlst, falls du tiefer schauen willst, dann möchte ich dir ein Buch empfehlen. Das Buch heißt ganz einfach Das Buch der Macht. Und das handelt vom Leben und das handelt von deinem wahren Wesen, von deinen Möglichkeiten und es handelt davon, wie du sie ergreifst und in das Leben bringst, in dein Leben bringst, wie du zum Schöpfer wirst, der du schon längst bist. Falls dich das interessiert, dann besorge es dir. Alle Informationen dazu findest du unterhalb dieses Filmes. Und wenn du darüber hinaus Menschen treffen willst, die damit arbeiten, die ein gewisses Verständnis davon entwickelt haben, weil sie sich selbst von der Wahrheit ihrer selbst überzeugt haben, dann besteht auch diese Möglichkeit. Es gibt regelmäßige Treffen von Menschen, die sich zu ihrem Menschsein bekennen und die Verantwortung für ihr Leben selbst in die Hand genommen haben. Und diese Treffen heißen ganz einfach Menschentreffen. Und wenn du daran teilhaben möchtest, dann kannst du in die Telegram-Gruppe kommen, die auch unterhalb dieses Filmes gezeigt ist. Und das war's für heute an dieser Stelle. Ich wünsche dir alles Gute. Herzlich willkommen in der freien Welt. Auf bald!